Hi Leute, heute geht es um Rohkostpioniere, wo die Rohkost herkommt und wie die Geschichte da so ausschaut. Ja, und zwar, neulich hatte jemand kommentiert und gefragt bei einem Video, hey, wie schaut denn das aus? Wo kommen denn überhaupt die Rohkostpioniere? Wie hat das vor 100 Jahren ausgeschaut? Wie ist das entstanden? Und so weiter. Und ich fand die Frage ganz passend, weil da ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man mal schaut, wo die Rohkost herkommt. Einmal ist es super, dass es da heutzutage diese neue Wiederentdecker gibt, wie oder gab vor 100 Jahren, wie Arnold Ehret, Wandmaker, Norman Walker, wer auch immer, wen es da gibt. Jetzt, ich möchte hier keinen vergessen natürlich. Ja, Ehret ist mir so das Wichtigste gewesen, der wichtigste Input für mich jetzt. Oder Walter Schaube, das Buch finde ich noch unglaublich gut. Also die sind auch drunter in der Infobox verlinkt. Wenn euch die Bücher interessieren, genau, also die empfehle ich ihr immer wieder. Es ist so einfach, klar und logisch empfohlen. Und aber jetzt, wo die Rohkost herkommt, da ist der wichtige Punkt, dass niemand die Rohkost entdeckt hat von all den Leuten. Die haben sie wieder aufgegriffen, die Rohkost. Ich kenne den genauen geschichtlichen Hintergrund in unseren Büchern nicht. Und es ist nur so, dass immer wieder Leute unsere ursprüngliche Ernährungsform aufgegriffen haben und gesehen haben, hey, damit kannst du den Körper gut reinigen, damit kannst du wieder die Krankheiten loswerden. Aber es ist eben wichtig, um den Körper zu reinigen. Dann muss man das mal durchziehen eine Zeit lang. So, danach kann man vielleicht mal wieder ab und zu irgendeinen Müll in sich reinstopfen, wenn der Körper wieder geheilt ist und alles einwandfrei funktioniert. Aber dann merkt man auch sehr schnell, wie das Ganze nicht nützlich für den Körper ist. Wie man es meist auch nicht mehr genießen kann, weil es gar nicht mehr schmeckt. Oder wenn es schmeckt, dann eben die körperlichen Symptome sofort gespürt werden, weil der Körper ja auf einem gewissen Level funktioniert, wo dann jede Ungenauigkeit, die nicht mehr passt, jeder falsche Treibstoff sofort wieder wahrgenommen wird. So. Aber um zurückzukommen zu dem Punkt. Die Rohkost hat keiner erfunden, hat keiner entdeckt, schon entdeckt, wieder aufgedeckt. Aber das ist einfach die ursprüngliche Ernährung. Wenn man sich mal anschaut, ich glaube nicht, dass der erste Mensch irgendwie auf die Welt gekommen ist und dann, noch bevor er was gegessen hat, hat er erstmal den Kochtopf erfunden. Muss man doch mal ganz logisch drüber nachdenken. Jedes Tier, 99% der Lebewesen, bis auf den Mensch und Haustiere, Tiere, die der Mensch gezüchtet haben, ernähren sich rohköstlich von einer frischen Kost, die lebendig ist, vital und die dir Energie gibt. So. Dementsprechend haben immer wieder in der Menschheitsgeschichte, wo der Mensch irgendwie fehlgeleitet in andere Richtungen abgekommen ist mit der Ernährung, immer wieder Menschen das aufgegriffen. Mag ich mal annehmen. Jeder kann das selber an seinem eigenen Körper rausfinden, ob der jetzt ein Buch drüber schreibt oder nicht. Schön, dass diese Pioniere das wieder in die Öffentlichkeit getragen haben. Diese ursprüngliche Ernährung, diese, ja, jeder Mensch mal praktiziert hat. Das wollte ich heute nur mal loswerden in dem Video. Das ist der wichtige Punkt. Nur weil wir von unserer ursprünglichen Ernährung abgekommen sind, heißt es nicht, dass wir uns daran angepasst haben. Das ist wie die Annahme, hey, wir nehmen jetzt so lange Heroin, bis unsere Körper sich daran anpassen. In einer gewissen Weise passt sich der Körper an, dass er es besser verträgt
aber es wird deshalb nicht nützlich. Und ja, mit Milch sieht man es genauso in asiatischen Ländern, wo das einfach gang und gäbe ist, dass man keine Milchprodukte konsumiert, die meisten gar keine Milch vertragen. Und in Europa haben wir uns dann dran gewöhnt. Aber wenn wir mal den Körper wieder reinigen, dann merken wir, dass diese Milchprodukte, wo bei uns auf dem Markt sind, 99% der Milchprodukte für unseren Körper nicht zuträglich sind. Wenn man gesund leben möchte. So. Das ist der wichtige Punkt. Dementsprechend, die Rohkost hat keine erfunden. Das ist einfach nur die ursprüngliche artgerechte Ernährung von den Menschen. Das war's aber auch schon. Dazu gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Postet gerne unter das Video, was ihr da für eine Meinung habt. Würde mich interessieren. Oder was euch da noch näher zu interessiert. Genau, ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.